Heute erklären wir, wie dieses Buch hier digitalisiert und anschließend im Internet in den digitalen Sammlungen der Uni-Bibliothek zu finden ist. Bei uns an der UB Stuttgart gibt es die Möglichkeit, ein Wunschbuch digitalisieren zu lassen. Für die Forschung, Lehre und auch für dein Studium. Das Beste an der Sache? Es ist für dich komplett kostenlos. Wow. Als Wunschbücher kommen allerdings nur Bücher in Frage, die vor 1900 erschienen sind oder deren Autoren seit mehr als 70 Jahren tot sind. Schreib uns dazu einfach eine Mail. Wir suchen das Buch heraus und wenn nötig, reinigen und entstauben wir es. Mit einem speziellen Buchscanner, der die Bücher schont und wahnsinnig scharfe Bilder erstellt, scannen wir das Buch Seite für Seite, von vorne bis hinten. Das kann schon recht lange dauern. Damit du das Buch auch später im Internet findest, müssen wir noch ein paar Informationen erfassen. Dabei hilft uns die Software Gobi. Danach müssen wir den Bilddateien noch die Buchseiten zuordnen. Das nennt man Paginierung. Als nächstes erstellen wir das Inhaltsverzeichnis. Dafür erfassen wir Daten für den inneren Aufbau des Buches. Das sind die Strukturdaten. Als letztes müssen wir noch die Metadaten anlegen. Sie enthalten alle Informationen über das vorliegende Buch. Zum Beispiel Autor, Titel, Erscheinungsjahr und so weiter. So, und das Ganze dauert halt. Ich meine, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Zum Schluss überprüfen wir alles nochmal auf Scan oder Tippfehler. Dann exportieren wir die Scans in den Viewer auf unserer Homepage und dort steht das digitale Wunschbuch dann für dich bereit. Inklusive permanentem Link zum Zitieren. Schau doch mal bei uns vorbei und wünsch dir was.